Horsland, Horsland, yeah, 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 yeah. Das sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß, hier fühlen wir uns zu Haus. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, reiten wir gemeinsam aus. Horsland, das heißt dabei sein, glücklich und frei sein, unsere Pferde. Heute in Horsland. Ihr macht besser, was ich sage. Weil Benny die Macht zu Kopf steigt. Nein, 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 Alma. So wie ich. Wird Alma nervös und verliert während eines Unwetters die Kontrolle über ihr Pferd. Ich hab Angst, Alma. Vorsicht! Geh vorbei. Ah. Ach, du hast mich geschubst. Lass mich durch. Hab ich nicht. Was machen die da? Das geht schon den ganzen Morgen, dass sie so ineinander rasseln. Trine, könntest du dich bitte mit deinen Fliegen etwas weiter wegsetzen? Oh, okay, kein Problem. Schweinchen ist ganz brav. Weg da! Diese Übung beherrschen sie aber noch nicht so richtig. Blöde Fliege, verzieh dich. Trine, du könntest mal auf die andere Seite vom Reitplatz verduften. Hör mal, Angora, sie ist genau richtig dort, wo sie jetzt ist. Du kommandierst heute noch mehr herum als sonst. Das ist nicht nett. Weißt du, Chef, nur weil ich die beste Lösung für ein Fliegenproblem kenne, bedeutet das nicht, dass ich herumkommandiere. Es bedeutet nur, dass ich klug bin. Pass gefälligst auf! Chef, sollten die Kinder durch all das Üben nicht besser werden? Üben ist für mich ein Fremdwort. Ich kann alles direkt. Nun, an manchen Tagen werden die Dinge durchs Üben erst etwas verworrener und plötzlich findet man heraus, wie man sie entwirrt. Verstehst du? Ah, pass auf! Sei vorsichtig! Irgendetwas sagt mir, dass heute so ein Tag ist. Ich bin gespannt, was noch so passiert. Heute früh dürfen wir endlich öffentlich bekannt geben, welche Reiter morgen die Eröffnungsparade des Volksfests anführen werden. Es ist das Team vom Gestüt Horsland, das erste Mal an der Parade teilnimmt. Sie haben die Jury sofort überzeugt. Ein absolut präzise eingespieltes Team aus Pferden und Reitern, das verspricht, die Menge in Staunen zu versetzen. Ah, halt! Vorsicht! Pass auf, wo du hinläufst! Ihre Formation beherrschen sie allerdings noch nicht. Hört mal, ihr müsst euch besser konzentrieren, Leute! Hey, hier stimmt doch irgendetwas nicht! Deine Fahne! Halt sie hoch! Hoch! Das ist so komplett, absolut, total schwachsinnig. Du hast mir das Wort aus dem Mund genommen. Pardon, mein Fehler. Wir müssen das noch um einiges besser hinkriegen. Meine Güte, ich glaube, ich brauche eine Pause. Ich auch. Ist schon okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur Parade morgen. Ja, wir können das schaffen. Nur nicht, wenn Benny das Kommando hat, dann nicht. Das habe ich gehört. Ihr macht besser, was ich sage. Oh, wer fällt denn hier vom Pferd und will immer noch den Ton angeben? Du kennst den Ablauf. Wenn wir Formation reiten, führt immer nur einer von uns an. Und jetzt ist Benny dran. Also folgen wir seinen Anweisungen, okay? Danke, Sarah. Kein Problem, du musst dir um uns keine Sorgen machen. Achte auf deine Spur, wir folgen dir dann schon. Alles klar, so wird's gemacht. Okay, nochmal. Oh. Kneif mich bitte, wenn Benny es hinkriegt, ja? Komm schon, Chloe. Nicht einschlafen, Zoe. Du musst sie gerade halten, so wie ich. Benny, pass auf. Ah.
hinreitest. Ich? Du? Ich habe auf meine Spur geachtet. Hast du nicht. Hab ich doch. Hast du nicht. Hab ich doch. Ich weiß einfach nicht, was mit mir los ist. Irgendwie kann ich es Benny heute überhaupt nicht recht machen. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit dir zu tun hat, Alma. Ach, das ist ja so ermüdend. Ein Missgeschick nach dem anderen. Viel Spaß bei der Show, ihr zwei. Ich mach jetzt dein Nickerchen. Du reitest dauernd in mich rein, Chloe. Rede nicht so mit ihr. Erzähl mir nicht, was ich zu tun habe. Du bist nicht mein Chef. Oh doch, heute ja. Ich glaube, ich habe meine Fahne nicht gerade gehalten, ha? Huh? Ach was, deine Fahne war prima, Alma. Wir machen eine Pause. Es ist Zeit fürs Mittagessen. Oh, Goody Goody, habt ihr das gehört? Mittagessen. Das bedeutet Reste. Oh, hoffentlich ist ihnen heute der Appetit vergangen. Hungrig, so hungrig. Es wird Zeit für eine richtige Pause. Hey, Molly, Sarah. Wie läuft's, Alma? Ganz okay, denke ich. Hi, Willi. Na, ihr beiden? Hey, Willi. Hey, Benny, hast du einen Moment? Da kriegt jemand Ärger. Du brauchst mich nicht so anzugucken. Ich weiß schon, was du denkst. Niemand weiß, was du denkst, solange du es nicht aussprichst. Das hat Großvater immer gesagt. Weißt du noch? Mhm. Willi, hör mal. Wegen der Parade. Ich hab nur versucht... Zuerst die Pferde. Klar, zuerst die Pferde. Wieso macht Willi ihn nicht fertig? Du kennst doch Willi. Erst wird sich um die Pferde gekümmert, dann nimmt er sich Benny vor. Ich hab an noch was gedacht, das Großvater gesagt hat. Wenn du die Führung übernimmst, dann hör auf deine Reiter und Pferde. Und sie werden auf dich hören. Komm, Jimba, wir machen einen Ausflug. Was hat das mit mir zu tun? Für den Rest des Tages wirst du den Laden hier schmeißen. Du meinst, ich soll das Paradentraining leiten? Hab ich recht? Nein, ganz Horseland. Wirklich? Deine Eltern mussten los und was für die Parade vorbereiten. Sie haben mich gebeten, ihnen zu helfen. Während wir weg sind, bist du der erste Mann hier. Ja! Nicht vergessen, deine Reiter, deine Pferde. Hör auf sie, dann hören sie auf dich. Oh, na ist doch klar. Das vergesse ich nicht. Hey, das war Willi. Wo fährt der denn jetzt hin? Hab keine Ahnung. Los, Scarlett! Hey, Sarah, wo willst du denn hin? Das wollte ich dich gerade fragen, Willi. Sollst du nicht die Ranch leiten, wenn Bennys Eltern weg sind? Ich helfe ihnen bei der Vorbereitung für die Parade. Ich habe Benny die Leitung übertragen. Du, meinst, dass er das kann? Du etwa nicht? Ich bin nicht sicher. Ich auch nicht. Großvater sagte immer, wenn man etwas richtig lernen will, muss man es manchmal erst falsch machen. Na gut, Willi. Wenn du das sagst? Wenn du meinst, er packt es nicht, dann musst du mit ihm reden. Und wenn er es dann immer noch nicht kapiert? Ruf mich an! Die Nummer steht neben dem Telefon! Was jetzt? Was macht er denn da draußen? Kommt schon, Leute! Zurück auf den Reitplatz! Wir müssen weiter trainieren! Oh, nicht schon wieder. Halt, halt, halt! Wo willst du denn hin, Sarah? Du musst nicht tun, was Benny sagt. Für wen hält er sich? Für den Rest des Tages ist er der Boss. Willi ist weg und hat ihm die Leitung übertragen. Wir sehen uns! Oh, Benny ist der Boss? Alma, nach links! Pass auf! Warte, ich mein rechts! Nein, von dir aus rechts! Vorsicht! Pass auf! Oh, nicht gut! Alle stopp! Ich sagte stopp! Oh, der große Meister hat gesprochen. Sieh an! Wisst ihr was?
Es sind genau Momente wie diese, wo Katzen froh sind, dass sie keine Menschen sind. Wisst ihr noch, wie ich sagte, manchmal müssen Dinge erst etwas verworrener werden, bevor man herausfindet, wie man sie entwirrt? Hört mal alle her! Würdest du mal aufhören, hier Befehle zu geben? Ich hab hier das Sagen! Ich hätte besser sagen sollen, sehr verworren. Hört mit dem Streiten auf! Ich streite ja gar nicht! Ich auch nicht! Gib mir meine Fahne! Hey, vielleicht bekommen wir einen Preis für die chaotische Formation. Nicht wahr, Benny? Gib sie her! Willst du etwa sagen, das ist meine Schuld, Molly? Benny, sie hat einen Scherz gemacht. Ja, über mich. Was für ein Anführer bist du? Geht hier lang. Nein, geht da lang. Komm schon, Chloe, gib ihm eine Chance. Aber seine Anweisungen machen keinen Sinn. Doch, wenn ihr zuhören würdet. Benny, Sie haben irgendwie recht. Hey, ich versuche es so gut ich kann. Benny, hör doch auch mal auf uns. Manchmal ist es nicht klar, was du von uns willst. Na schön, ganz wie ihr wollt. Dann mache ich es jetzt idiotensicher. Jeder von euch wird einer Schnur folgen. Ist das klar genug? Oh. Das kann nicht sein Ernst sein. Unsere Pferde sollen über all diese Schnüre steigen? Benny, ich bin nicht sicher, ob das funktioniert. Und los jetzt! Bevor die Parade morgen beginnt, malen wir uns alle wie Zebras an. Wieso sollten wir das tun? Wollt ihr wirklich, dass 10.000 Leute wissen, wer wir sind? Das ist doch peinlich. Da hat sie allerdings recht. Also dann, hier sind eure Anweisungen. So, ist das einfach genug? Ihr müsst nur dem Diagramm folgen und alles wird gut. Noch Fragen? Benny, können wir mal kurz sprechen? Nein. Alma, komm zurück! Du bringst die ganze Formation durcheinander! Alma, alles in Ordnung? Jetzt wird er sicher total sauer auf mich sein. Du kannst doch nichts dafür. Hör mal, wieso bringst du Button nicht zurück in den Stall? Es ist sowieso Zeit fürs Abendessen. Ja, aber was ist mit Benny? Ich glaube, ich muss mich ernsthaft mit ihm unterhalten. Na prima. Sarah bringt Alma zurück. Wir können wieder anfangen. Oh, großartig. Wo geht Alma denn hin? Ich habe ihr gesagt, sie soll eine Pause machen. Das hast du ihr gesagt? Es ist Zeit fürs Abendessen. Es ist Zeit fürs Training, Sarah. Das Training ist vorbei. Juhu! Was fällt dir eigentlich ein? Willi hat mir die Leitung übertragen, nicht dir. Wir müssen üben. Wir müssen dringend reden. Ich finde, wir sollten streiten. Das ist der einzige Weg, ihm zu zeigen, wer hier der Boss ist. Und wer ist der Boss? Wir alle. Wir stimmen ab. Alle, die dafür sind, dass wir streiken, bis Benny sich wieder beruhigt hat, sagen ich. 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 Alma, bist du dabei? Egal, es steht 3-1. Wir gewinnen. Also, wer will Benny sagen, dass er nicht mehr der Boss ist? Sieh mich nicht an, du bist die Älteste. Was? Das ist nicht wahr. Klingt, als würde jemand Benny eine Lektion erteilen. Seid still! Was meinst du damit, ich höre nicht zu? Ich höre sehr wohl zu. Benny, das tust du nicht. Du gibst keine klaren Anweisungen und du hast Alma so nervös gemacht, dass sie kaum reiten kann. Ich bin es nicht, der hier alles falsch macht. Hör zu,
Du musst einen Gang runterschalten oder uns lachen morgen 10.000 Leute aus. Das willst du doch nicht. Wenn wir ausgelacht werden, dann nur deshalb, weil ihr nicht ein bisschen aufpasst. Benny, entweder du reißt dich jetzt endlich zusammen oder wir sind fertig. Wie du meinst. Ich glaube, ich brauche doch deine Hilfe, Willi. Sarah! Alma ist verschwunden! Aber es regnet draußen in Strömen. Wo könnte sie hin sein? Alma? Alma! Benny! Was machst du da draußen? Keine Ahnung. Ich zerbreche mir die ganze Zeit den Kopf. Alles ist irgendwie total verworren. Hä? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Hör zu, Alma nimmt sich das alles mehr zu Herzen als gedacht. Also kannst du jetzt etwas tun. Du kannst mir helfen, sie zu suchen. Hä? Hast du das gehört? Das klang wie Button. Alma? Was macht sie denn da draußen? Na, das, was du wolltest. Sie trainiert. Im Regen? Sie will es dir unbedingt recht machen. Alma! Alma! Benny, was sollen wir nur tun? Meine Eltern und Willi sind noch nicht zurück vom Festplatz. Das Unwetter hält sie wahrscheinlich auf. Los, komm! Wir müssen die Sache in die Hand nehmen. Das ist nur Gewitter. Wir bringen dich nach Hause. Hört sich so an, als wären die Pferde auch froh, sich zu sehen. Und ich bin sehr froh, euch zu sehen. Ist ja gut. Ist ja gut. Danke, Scarlett. Danke, Aztec. Alles in Ordnung, Alma? Mhm. Na, du bist mir ja vielleicht ein schöner Boss. Sitz da im Schlamm und lass dich schlapp. Ja, was für ein Anführer bist du eigentlich? Was für einer? Ich hab keinen Schimmer. Ich glaube, ich hatte den ganzen Tag keinen Schimmer. Es tut mir leid, wie ich euch behandelt habe. Besonders dich, Alma. Ach, ist schon gut, Benny. Hat irgendjemand eine Idee, was wir jetzt machen sollen? Ja, zwei Dinge. Als erstes essen wir, weil ich irren Hunger habe. Und als zweites? Dann machen wir das Flutlicht am Reitplatz wieder an und du zeigst uns, was wir morgen zu tun haben. Okay. Da ist es, liebe Zuschauer, das Team vom Gestüt Horseland. Sehen Sie nur, wie präzise Sie der Führung des ersten Reiters folgen. Also, das ist wirklich eine tolle Truppe. Das erinnert mich daran, was meine Großmutter immer sagte. Wenn du die Führung übernimmst, dann hör auf deine Reiter und Pferde
und sie werden auf dich hören. Das sieht man deutlich. Sie hören alle auf diesen Jungen. Sie machen eine gute Figur, nicht wahr? Jetzt, wo Sie alles richtig einstudiert haben. Chef, Sie sehen einfach wundervoll aus. Trine, zisch ab. Du stehst direkt im... Ich wollte dich nicht herumkommandieren, aber könntest du bitte ein bisschen weiter rücken, damit ich auch was sehen kann? Oh, natürlich, Angora. Mit Vergnügen. Danke, Trine. Siehst du, Angora, es geht auch anders.